Tulcea in Rumänien, im Hafen der Stadt, die Wartwerft. Hier wird ab heute das neueste Bauvorhaben von Hapag-Lloyd Cruises seinen Anfang nehmen. Ja, was lange auf dem Papier stand, wird heute hier in Tulcea Realität. Wir haben heute den Stahlschnitt für die Hanseatic Nature, unser neues Expeditionsschiff, unser neues Projekt. Und somit kann man heute sagen, die Zukunft für Hapag-Lloyd Cruises beginnt hier. Die zwei kleinen, exklusiven Expeditionsschiffe im 5-Sterne-Segment, ausgestattet mit der höchsten Eisklasse für Passagierschiffe, werden durch die polaren Regionen von Arktis und Antarktis steuern. Der Standort hier in Tulcea gehört zur Wart-Gruppe, die wiederum Teil des Fincantieri-Konzerns ist. Wir arbeiten ungefähr 5.500 Mitarbeiter und es ist tatsächlich einer der modernsten Werftstandorte in Europa. Wir werden gleich erleben, wie das erste Stück Stahl geschnitten wird. Das wird dann das erste kleine Bauteil sein, eins von vielen 100 Tonnen Stahl, das dann später den Korpus für unsere Hanseatic Nature dann zusammenstellen wird. Ja, es ist ein ganz besonderer Tag heute natürlich für Hapag-Lloyd und unsere Crew zu Hause in Hamburg und auf den Weltmeeren. Wir haben so viele Jahre daran gearbeitet, vorbereitet für diesen Tag vom Schreibtisch aus. Und heute ist die Realität hier eingetreten. Und wie ich immer sage, wir haben davon geträumt, ein Projekt dieser Größenordnung umzusetzen. Und heute ist bewiesen, mit Träumen beginnt die Realität. Wir werden in ungefähr 4 Wochen den Kiel legen und in weiteren 11 Monaten einen fertiggestellten Rumpf haben, der dann mit dem Hochseeschlepper nach Norwegen verbracht wird, wo dort dann der Schiffbau zu Ende geführt wird und der Innenaufbau geschieht. Heute war der erste Schritt einer fast 2 Jahre andauernden Reise.